Es war ja 39, war ja Kriegsausbruch, nicht? Und da waren wir 12 und da ist man ja über den ganzen Krieg, da hat man müssen arbeiten. In die Schule dann und dann nach der Schule gleich in Kriegshilfsdienst. Aber hatten Sie irgendwie Angst oder irgendwas anderes, weil Sie irgendwas mitgekriegt haben von den politischen Ich kann keine Problematiken? nichts lernen, weil wir sind, wenn wir ruhig hätten, da sind keine Flieger gekommen, dann hätten wir können auch rauf und lernen. Und auch auf der Bahn war das arg gefährlich mit dem Flugzeug. Wir sind ja viel beschossen worden. Nicht? Und wir mussten dann, ich fasse jetzt mal auf, wissen Sie, wo der Wobach ist? Ja, klar. Also, ich war oben auf der Güterabfertigung und habe runter in den Wobach-Bunker müssen. Und da haben dort meine Kollegen gesagt: Lisa, Badoglio, das waren ja die Kriegsgefangenen, können gut rennen, aber du kannst noch besser rennen, so habe ich Angst gehabt.